Der dritte Akt, die Zwielichtflut. Kapitel 23, das Rad des Schicksals. Der 34. Astralmond. Wir nähern uns sichtlich dem Finale. Oha. Guten Morgen. Guten Morgen, wie laufen eure Forschungen? Also, wir haben ganz viel gemacht. Das klingt gut. Ja. Wir sind einem Durchbruch ganz nah, das spüre ich. Schreibst du gerade mit Archie? Was? Nein, natürlich nicht. Ich mache keine Notizen. Gar keine. Archie, ich habe dir gestern schon gesagt. Ich bin die allergroßartigste Detektivin in Faison. Und das hier ist vielleicht eine einzigartige Klingel. Aber unsere Nachforschungen haben Vorrang. Wie willst du ein Buch über meine Detektivkarriere schreiben, wenn die Welt in ein paar Tagen endet? Wird sie natürlich nicht, hoffentlich. Weil unsere Freunde sind super stark und super spitze. Und wir sind super schlau und super spitze. Aber wir sollten sie trotzdem unterstützen. Tut mir leid. Ich kann mir einfach nicht helfen. Ich muss Material sammeln. Und du bist eine beeindruckende Detektivin und ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich aufhöre, nur meine Bücher nachzudenken. Ist es das, was ich glaube, Detektivin Melina? Ich fürchte ja. Bitte? Du hast einen starken Fall von Muffensausen, Gasthütten. Wir brauchen ein Heilmittel. Nur dein beliebenster Drink wird ausreichen. Stimmt, unser Patient. Stimmt unser Patient diesem Rezept zu? Es ist wirklich nicht so schlimm. Danke. Vielleicht etwas, das meine Zähigkeit erhöht. Gar nicht so schlecht. Sofort Notfallpatient. Ist schon in Arbeit. Etwas mit viel Verteidigung. Na, dann nehmen wir doch das Stilwasser oder Still. Da steht, ist eher Stilwasser. Stillwasser mit Doppel-L. Es gibt noch eine Infusion, das ganz unterstützt. Das könnte gehen. Das nicht. Und versucht das Schild unterstützt. Ja, das hier. Da brauchen wir keine Geschwindigkeit mehr. Und stärker. Stilwasser. Du hast wiederholt vom letzten Tag. Es war irgendwie stressig. Das war ja mal was. Der war ängstlich. Möge dieser Trink keine schwere Aufgabe sein.
ist exzellent. Allein über den Geschmack dieses Tricks könnte ich eine Novelle schreiben. Danke, ich weiß das zu schätzen. Ich habe mich wohl mehr gesorgt, als mir bewusst war. Wie kann ich euch danken? Danke. Friss sowas doch nicht in dich rein. Ich würde ein paar Informationen zum Stand deiner Forschung als Dank akzeptieren. Natürlich, sehr gerne. Ich dachte, mein Wissen über Mythen und Sagen könnte uns dabei helfen, eine weitere Waffe gegen das Böse zu finden. Also habe ich mich mit so vielen Gelehrten unterhalten und so viele Bücher gelesen, wie ich konnte. Das klingt ziemlich aufregend. Das wäre es wohl gewesen, hätte ich nur einen einzigen nützlichen Hinweis gefunden. Excalibur ist lediglich eine Legende. Die Lanze des Longinibus mag echt sein, doch sie zu finden scheint unmöglich. Und über die Geschichte des Schwertes Balmor möchte ich gar nicht erst reden. Meine Forschung war ein einziger Reinfall. Sag doch sowas nicht. Wir wüssten nicht, dass es keine andere Waffe gibt, wenn du nicht nachgeschaut hättest. Jetzt wissen wir, dass wir unsere Kämpfe auf etwas anderes bündeln müssen. Wie meine Detektive bringt. Oh? Ich wollte herausfinden, wer diese seltsame Bösewicht wirklich ist. Mit so einem Plan kann er nicht einfach irgendjemand sein. Das stimmt. So ein Plan hat ein gewisses Genesis-Crew. Genesis-Crew, was? Der perfekte Plan, um böse lauschend einen Schnurrbart zu machen. Ich wette, er hat einen Schnurrbart. Und er hat bestimmt Spuren hinterlassen, denen wir folgen können. Und wenn wir seine Identität herausgefunden haben, können wir seine Schwäche finden. Zum Beispiel eine nahestehende Person. Genau. Und wenn wir deren Identität wissen, können wir sie finden und... Nein, halt. Ich bin gegen Kidnapping. Vielleicht können wir ihr davon erzählen, was der böse Typ tut, und sie würde dann mit ihm schimpfen. Das war vielleicht nicht meine beste Idee. Aber trotzdem, Zerrin sagt immer, je mehr man über seinen Gegner weiß, desto einfacher der Sieg. Aber der ist wie ein Geist. Niemand hat irgendwas über ihn gehört, bevor das alles losging. Und ich dachte, eine solche Rüstung würde ihn sofort bemerkbar machen. Mit den Blumen und so. Ich habe nachgesehen, was sie bedeutet. Clay hat mir gesagt, welche sie sind. Petunien und Ringeblumen stehen für Groll, Wut, Kummer und Trauer. Und das verriet mir absolut nichts. Außer, dass er ein Bösewicht ist, der einen Groll gegen die Welt hat. Aber das wusste ich schon. Und dann hatte ich noch eine Idee. Was ist mit anderen Totenbeschwörern? Vielleicht haben wir es mit einem Serientäter zu tun. Aber keiner passte so wirklich. Ich habe mir vor Frust fast das Fell ausgerissen. Und dann fiel mir das ganze Zeug wegen der Siegel ein. Es gab tatsächlich eine Totenbeschwörerin, die gestorben ist, als die Portale geöffnet wurden. Also habe ich die Akte darüber über ihn rausgekramt und bingo. Wenn das Entstehen der Portale eines der Siegel gebrochen hat, kann das kein Zufall sein. Also hat diese Totenbeschwörerin ihren eigenen Tod vorgetäuscht und ist als der Schnurrbart zwirbelnde Bösewicht in grüner Rüstung zurückgekehrt, den wir jetzt jagen. Sollst du jetzt nicht auf jemanden zeigen? Nee, irgendwie
fühlt sich das nicht richtig an. Das passt nicht ganz zusammen. Tut mir leid, Archie. Das ist nicht der dramatische Moment, den ich gern gehabt hätte. Wenn du dein Buch schreibst, so Detektiven auf irgendwas zeigen, dramatisch drauf zeigen. Alles gut. Ich schreibe es mir auf. Gut. Warum können wir nichts finden? Wo hast du dieses Wort gelernt, Maggie? Das wüsstest du gern. Egal. Was hast du jetzt vor? Wir brauchen eine Perspektivwechsel. Und was wir noch nicht in Betracht gezogen haben. Darum haben wir einige unserer Unterlagen mitgebracht. Wäre eine Bibliothek dafür nicht besser geeignet? Vielleicht. Aber da hätten wir nicht genug Platz, um unsere Verschwörungsbrett aufzubauen. Ich habe das Brett dabei. Jupp. Danke, dass wir es hier aufstellen dürfen. Ich bin dann los. Ciao. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir uns hier einrichten. Das ist okay, Archie. Macht's euch bequem. Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, wann die drauf kommen. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen, Una. Spau dir die Nischkeiten, du. Du hattest wohl einen Haupttag, Nö. Ich hab einfach nicht viel für das ganze Nachforschungsbeitrag durch. Ich war etwas überrascht, als ich hörte, dass du dich freiwillig für diese Gruppe gemeldet hast. Das ging nur das nach. Hab den Eindruck, stimmt. Ich hab einfach nur genommen, was nicht viel Arbeit macht. Zu viel körperliche Anstrengung ist nicht gut für meine Rente. Aber das muss ich dir nicht sagen, nicht? Aber bevor ich hier weiter sapple, noch erst mal was für meine Energie. Sag mal. Das ganze eifrige Stimmung macht mich echt fertig, du. Etwas, was dir deine Stärke zugibt. Alles klar. Ein stärkeren Gefühl. Wie wär's denn hier mit dem Käffchen? So, und viel stärker. Prekärer Kaffee. Bitte, für all die Häkelarbeiten, die dir noch bevorstehen. Puh, ich fühle mich, als könnte ich genug Grundschuhe für ein ganzer Arme häkeln. Du hast du ein paar Abenteuer in eine Kammer gelagert, sag mal. Nur ein paar eifrige Forscher, fürchte ich. Und was hast du sonst so getrieben? Vor allem sichergestellt, dass Grace und Skull sich nicht zu Tode arbeiten. Du? Gibt es von Ihnen etwas Neues? Bist du in der Stimmung, unterwältigt zu werden? Es ist Teil meines Jobs, mir die Geschichte meiner Gäste anzuhören. Gute wie schlechte. Klingt so, wie man sich das von dir vorstellen würde, du.
Und was du nachforschen willst, gibt's mich für zuständig. Das Rund um den kaputten Siegeln ist ziemlich irreparabel, wie befürchtet. Die Temperationstraube, an dem Grey sitzt, wird auch nicht ungefährlicher. Selbst mit dem, was sich daran schon gestreut hat, sind Chancen hoch, dass was schief geht. Und mit hoch meine ich 70%. Was heißt schiefgehen genau? Dass man stirbt? Und zwar auf der Stelle, du. Oh. Wie geht es Kelly und Grace damit? Sie trauen uns mit Fassung. Sie sind stur, um aufzugeben. Eins von beiden. Das sieht ihnen ähnlich. Und du? Ich? Das Ganze hört sich ziemlich entmutigend an. Nicht wirklich dumm. Wenn man eine Weile dabei ist, verliert das Ganze so ein bisschen den Schrecken, sag ich mal. Ich hatte das Leben, hab gemacht, was ich wollte, und das macht ich jetzt auch mal. Und wenn alles den Bach runtergeht, dann sitze ich auf meiner Veranda, trinke was und häkel. Ich hab nichts zu bereuen, du. Aber du sitzt nicht auf deiner Veranda. Du bist hier und hilfst denen, die den Untergang der Welt verhindern wollen. Ach, ich konnte es nicht haben, das ausgerechnet von dir zu hören. Da würde mir ja gar schlecht von. Ich könnte dir noch einen Drink anbieten. Nö, du, nur lass mal. Du hast doch recht. Ich hab mich wirklich ein bisschen mitreißen lassen. Schon gehört dort alles. Was meinst du? Ziemlich merkwürdig, dich um genau zu kümmern. Nicht, dass ich dir das erklären müsste. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ha, na sicher doch. Eine Frage hab ich aber dumm. Würdest du nichts bräuchten, wenn das alles hier den Bach runtergeht, so wie du jetzt bist? Du musst immer das letzte Wort haben, hm? Na, immer doch. Ich lass dich darüber mal brüten, du. Sind meine Geräusche hier? Wir sind im Hinterzimmer. Dann schau ich mal, ob die Lütten wenig Gesellschaft brauchen. Aha. Abenteurer sind zurück. Zum Gruße. Ich meine, einen magischen, mystischen Abend, werte Abenteurer. Guten Abend. Sieht dieser Abend für dich magisch, mystisch aus? Eher nass. Tut mir leid, hat keine Zeit zum Abtrocknen, ehe wir hier hineingekommen sind. Der Boden wird schon überleben. Wenn du gehen willst, ist das okay, Paya. Wir sind alle in Sicherheit. Okay. Aber bitte, behalte das Wiedergang. Soll ich uns eine Suppe machen? Wir kommen schon klar, danke. Danke, Baya. Wo gehst du hin, Baya? Ich will manchmal meinen Freund und sprechen. Verstehe. Lass es. Du brauchst mal wissen, wenn du Hilfe brauchst. Ich würde da auch sein. Leb gesund, Baya. Na komm schon, raus damit. Du hast die Fratze schon, seit wir von dem Berg weg sind.
Ich fühle mich schlecht, okay? Also lief es nicht so gut. Sieht man doch, oder? Natürlich. Aber wichtiger noch, sind die anderen schon zurück? Noch nicht. Dann müssen wir es warten. Na super, wunderbar. Alles gut, hier kommt Sam mit dem Trink ins Spiel. Ich platz noch, wenn sie hier weiter so rumdümpeln. Die sind da wie diese Schurkenheilige. Und welcher Drink würde dabei helfen? Keine Ahnung, ob das den Ausgang weniger tödlicher macht, aber was mit Schutz vor Täuschung, das wäre fein. Natürlich. Schutz. Da hätten wir den Eisschnee. Warum nicht? Ein bisschen Eis drin. Eisschild dazu. Eisschnee mit Eisschild. Das haben wir schon. Ein bisschen Charisma noch. Eisschnee. Mittlerweile schon Profi beim Drinks zubereiten. Ich hoffe, deine Enttäuschung wird hiernach nur noch eine schwache Erinnerung sein. Danke, das hilft. Hab gar nicht gemerkt, dass meine Schultern so steif waren. Kann ich euch etwa auch etwas anbieten? Momentan nicht. Du kannst auf mich zählen. Ich will ja nicht wirklich darüber nachdenken. Aber vielleicht wäre es zu verstehen, warum wir versagt haben. Der erste Schritt. Ich will sehen, was ich tun kann. Verstehen. Na, dann nehmen wir doch den Drink hier mal. Blümchen dazu. Andere Tropfen. Alpine Colada. Das könnte dir helfen, Antworten auf so ziemlich alles zu finden. 42. Der Kandidat hat 100 Punkte. Beste Antwort. Entschuldigung, keine Ahnung, wo ich das auf einmal herkam. Aber das ist guter Stoff. Meine Synapsen brennen fast durch. Und ich komme zu folgender Idee. Wir sind am... War es so schlimm? Wenn du nur wüsstest. Moment mal, das kann doch jetzt nicht alles sein, oder? Grace und die anderen haben mittlerweile bestimmt etwas herausgefunden. Du hast doch bestimmt schon die Questen vorbereitet. Für Plan C, D und X. Tut mir leid, Hex. Archie und Manny konnten keine neuen Spuren finden. Grace und Scuddy sind zwar noch dabei, aber soweit ich gehört habe, gibt's auch da wenig Neues. Das ist... Komm schon, jetzt ist echt kein guter Zeitpunkt für Witze. Das ist nicht lustig. Nein, ist es auch nicht. Was machen wir dann überhaupt noch hier? Wie bitte? Wenn sie keine neuen Questen für uns hat, warum verschwenden wir dann nicht unsere Zeit?
Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, die Welt geht bald unter. Wir könnten keine weltrettende Waffe schmieden. Und jetzt sitzen wir, warum genau hier? Für ein nettes Pläuschen? Hör mal, du bist gerade echt nah dran, dass ich mir einen Rochus hole. Du Eschek. Jemand muss es doch wohl sagen, anstatt hier nur rumzuhängen und... Hex. Setz dich hin. Jetzt. Wir müssen Ruhe bewahren. Wir sind nicht hier, um einfach zu plaudern. Was auch immer mit dieser Gruppe aus dem Abgrund des Zwielichts passiert ist, erfahren wir hier als erstes. Wir müssen wissen, was mit ihnen passiert ist. Es wäre dumm, einfach planlos weiterzuziehen. Also, kannst du ruhig bleiben? Ja. Kann ich. Gut. Während wir auf die anderen warten, bleibt wohl Zeit für eine weitere Geschichte. Ich bin schon gespannt, was passiert ist. Sicher hat. Nachdem wir neulich geschwatzt haben, sind Kyle und ich los, um Hex abzuholen. Haben uns von Kyle verabschiedet. Manometer hat der geflennt. Er ist dann bei der Markburg. Kurz darauf haben Zero und Bayer uns dann abgeholt. Sind einfach aus einem Baum neben uns raus. Breihardt war ziemlich hibbelig, uns nach Hochland zu bringen. Sie und die Yeti sind anscheinend Brieffreunde und haben sich bisher nie getroffen. Und dann wusch! Wusch? Jep! Gerade noch stehen wir in einem hübschen grünen Wald und dann... Berge. Schnee. Eine Menge Schnee. Ihr seid echt schlecht im Erzählen. Unsere Reise durch die Hochlande war so schnell, dass sie kaum der Mühe wert war, sie zu erzählen. Es war beeindruckend. Ich meine klar, Hervorrufung ist ganz klar die beste aller magischen Schulen. Aber das war ziemlich cool. Gute Beschwörungsmagie, auch wenn nichts in die Luft geflogen ist. Und dann hast du Bayer darüber den Ohr gekaut, bis wir am Dorf angekommen sind. Naja. Grace würde mich umbringen, wenn ich nicht nach Details gefragt hätte. Die Aussicht war enorm, aber wir ziemlich desorientiert. Sogar in dem Dorf, von dem Clay uns erzählt hat, konnte uns niemand den Weg zum Tempel zeigen. So sah aus, als würde ich gleich wem wehtun, wenn die uns weiter erzählen, dass sie uns nicht helfen können. War ziemlich klar, dass keiner von uns denen was wusste. Also gingen wir trotz ohne Plan weiter. Und auf einmal kreischt Bayer so rum. Es klang etwa so. Danke, das musste sein. Aber warum? Hey, ihr habt darauf bestanden, dass ich hier bleibe und erzähle. Ist jemand gestorben? Oh, hallo, Ginny. Gut, dich zu sehen, Manny. Niemand ist gestorben. Hex ist nun gerade sehr in seine Rolle aufgegangen. Upsi. Verstehe. Schrei bitte nicht nochmal so rum. Oder wenn du mal wirklich eine Detektivin brauchst, kommt vielleicht keiner. Und du willst ja sicher keinen Detektiven vergraulen. Ich denke dran. Ich bin wieder am schwarzen Brett.